Franziska Bahnsteiner hat es satt, jeden Tag Einwegwindeln zu benutzen. So viel Müll, so schlecht für die Umwelt und teuer ist es auch noch. Gemeinsam mit ihrer Freundin Andrea ist sie auf eine Alternative gekommen. Stoffwindeln sollen nun alle Probleme lösen. Ich war schwanger und habe dann einfach mal gegoogelt, was man halt so als Schwangere macht. Da fängt man das Googeln an und bin dann auf die Stoffwindeln gestoßen und fand das Thema total interessant und habe mich da stundenlang eingelesen, Videos geschaut und genau. Und irgendwann war dann die Franzi schwanger und dann waren wir einfach voll in dem Thema drin und fanden es schade, dass hier nirgendwo so oder so wenig Anlaufstellen eigentlich für das Thema gibt und haben gesagt, komm, jetzt müssen wir irgendwas machen. Gesagt, getan. Die beiden jungen Mütter haben eine Online-Ausbildung zur Stoffwindelberaterin gemacht. Diese Ausbildung bietet die Stoffwindelakademie in Berlin an. Hier lassen sich unter anderem auch Hebammen weiterbilden. Im Internet findet man einfach so viel mittlerweile über Stoffwindeln. Und viele, die denken halt, Stoffwindeln sind einfach immer noch so das, ja, wie früher halt so eine Mullwindel und außenrum dann eine Wickelfolie oder eine Gummihose. Und da hat ja jeder immer nur drüber, oder viele, sage ich jetzt mal, früher gesagt, sie müssen die Windeln auskochen und das macht so viel Arbeit. Und ja, die Pampers sind ja jetzt halt viel besser und viel einfacher. Die beiden Freundinnen haben sich zum Ziel gesetzt, Eltern und werdenden Eltern zu zeigen, dass sich beim Thema Stoffwindel im Vergleich zu früher einiges getan hat. Stoffwickeln sei einfach und unkompliziert. Auch könne man heute bei den Stoffen wählen, ob man zum Beispiel Naturfasern oder Synthetikfasern verwenden möchte. Doch egal, für welchen Stoff man sich entscheidet, wichtig ist immer, dass man die Sachen richtig lagert, wäscht und auch trocknet, dass da einfach keine Bakterien und Keime entstehen und dass die auch nicht stinken. Stoffwindeln stinken an sich nicht, wenn sie richtig gelagert werden. Es gibt drei Varianten bei den Stoffwindeln. Ein All-in-One-System, bei dem Nässeschutz und Saugmaterial in einem ist. Das ähnelt der Wegwerfwindel am ehesten. Dann gibt es ein zweiteiliges und ein dreiteiliges Einwegwindelsystem. Immer dabei ist ein Saugmaterial wie zum Beispiel eine Mullbinde. In Wegwerfwindeln im Gegenzug befinden sich Superabsorber aus Polymersalzen und Kunststoffen, Acrylsäure und weitere chemische Substanzen. Die Stoffwindeln sind an sich einfach viel besser fürs Kind, für die Gesundheit. Einmal saugt dieser Superabsorber in den Wegwerfwindeln auch die ganze Hautfeuchte auf. Das bedeutet, dass viel mehr Windelpilz entsteht und die Kinder mehr wund werden. Das haben wir bei Stoffwindeln zum Beispiel eigentlich fast gar nicht. Also Stoffwindeleltern kennen eigentlich so gut wie keine Wundschutzcreme. Und dann ist es zum Beispiel auch so, dass Wegwerfwindeln im Verdacht stehen, dass die bei Männern eine Impotenz mit ein Grund sind, weil es eben in diesen Wegwerfwindeln 2 Grad wärmer ist, was wir in den Stoffwindeln nicht haben. Finanziell gesehen geben Eltern für Einwegwindeln über 1.000 Euro aus, bis das Kind wortwörtlich in trockenen Tüchern ist. Für Stoffwindeln etwa die Hälfte. Und dabei bleibt es auch, falls noch ein Kind dazukommt. Denn die Stoffwindeln kann man fürs nächste Kind genauso nochmal hernehmen.